Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Schwaggy Simulator Staffel 3 Reloaded. Wir befinden uns immer noch in Montreal. Wir fahren heute weiter mit der Ladung nach Baie-Comeau. Heute fahren wir halt von Montreal über oder südlich von Trois-Rivières vorbei. Wir fahren auch an Quebec vorbei, also an Quebec City so gesehen. Und fahren dann entlang des St. Lawrence River Richtung Nordosten nach Baie-Comeau. Ich würde sagen, genug gequatscht. Wir haben ein wenig Strecke vor uns. Dementsprechend würde ich sagen, auch wenn ich langsam immer weniger sehe, weil jetzt auch wieder Sonne rauskommt, überraschenderweise fahren wir einfach mal los. Mehr oder weniger überraschenderweise. Getankt haben wir, vollgetankt sind wir, heißt, wir können auch uns erstmal gemütlich dorthin bewegen. Gut, das wird eher so ein Sonne-Wolken-Mix werden, gerade aktuell, von da passt das noch einigermaßen. Wir fahren immer noch 97.000 Tonnen von schwere Fräsmaschine, für die wir 35.700 Dollar bekommen sollen. Zwischendurch haben wir jetzt hier auf diesem Interstate Abschnitt, Freeway Abschnitt, wie auch immer, eine 55-Meilen-Zone. Wie gesagt, ist halt etwas belastend, aber gut, ist halt wie es ist. Ist zumindest unser Weg, um gemütlich und ohne Probleme durch die Stadt zu kommen mit unserem Auflieger. Falls wir überhaupt jemals ankommen werden, weil so wie es gerade irgendwie aussieht, haben wir immer nur Schleicher vor uns. Ja, hätte ich mal vielleicht doch einmal am anderen Tag noch aufgenommen. Hoppala, ich habe nur die Festklappe gelöst. Aber mit den Schleichern, da kommt man ja auch nicht rüber hier. Gut, wir werden rüber gekommen, wenn wir so und so weiter und so fort, aber... Da stand ja auch gar nicht so viel vor uns. Da kam natürlich hauptsächlich am Verschlafen meinerseits, aber gut. Schön, wie die Sonne da aufgeht. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich den St. Lawrence River sehen. Natürlich nice, weil doch schon lange Zeit dort, ja, im Grunde genommen ab Quebec fahren wir entlang.
entlang der St. Lawrence River. Dann wollen wir mal 540 Kilometer haben wir noch bis nach Baie-Comeau. Wir fahren aber noch erstmal über Trois-Rivières und wie gesagt Quebec City. Ach, ich vergaß, wir sind noch nicht draußen. Das dauert ja seine Zeit, bis wir draußen sind. Schön, wie die Sonne nicht über den Hügel aufgeht. Können wir jetzt endlich wieder Schub geben? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt über Dings fahren, über zweispurige oder einspurige Straßen ab Quebec City. Ich befürchte ja über einspurige. Aber gut, ist dann halt so wie es ist, ne? Da müssen wir dann halt durch. Vorne scheint es auch echt kurvig zu werden. Okay. Eigentlich habe ich den Tempomat deaktiviert, never mind. Ich habe nichts gesagt. Sieht das nicht schön aus mit dem Sonnenaufgang? Einfach nur herrlich. Trois-Rivières eh vorbeifahren und nicht durchfahren. Haben wir nichts zu befürchten, dass wir irgendwie die Ausfahrt verpassen oder sonstiges. Das ist gerade hier am Blinden auf der Straße. Wollten dann abbiegen. Oh, was passiert jetzt hier? Hier wird nur geschlichen. Und dann entdecken wir jetzt auch wieder neue Straßen. Denn von Trois-Rivières sind wir noch nie bisher nach Norden gefahren. Gut, in Quebec City, da waren wir natürlich auch noch nie.
ist immer wieder schön, was Neues zu entdecken. Wir haben da, glaube ich, erst, keine Ahnung, 5% aufgedeckt oder sowas. Wobei wir, glaube ich, eher am ehesten was zwischen den Städten entdecken können, als in den Städten. Mal bedenke, wie das auf dem Radarbild gerade aussah, mit auf dem Wolkenradar, muss ich schon sagen, ist das mehr Sonne als, ja, I don't know. Ich frage mich, wo die Wolken sind. Weil eigentlich habe ich nichts mit Sonne gesehen. Also jetzt zumindest nicht. Höchstens in 1,5 Stunden. Okay, mittlerweile in 1 Stunde. Knapp. Ja gut, ich hätte auch nicht mehr nach dieser Folge hätte ich jetzt auch nicht nochmal was aufgenommen heute. Von daher passt das. Also zumindest nicht Fahrsimulator. Mal gucken, ob ich mich nochmal in Transportfieber reinsetze. Wir können sie umfahren. Okay, okay. Deswegen grün. Okay, da hätten wir gerade. Ich bin letztes Mal einfach gar nicht rausgemusst. Das war dann mein Fehler, glaube ich. Und wir sind schon bei Quebec. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Das geht ja jetzt gerade richtig flott. Das ist noch 103, nein, das ist 104. Moment. 103. Und dann haben wir hier auch schon. Wobei, nee, ich glaube noch nicht. Das kommt erst nach Quebec. Nur geradeaus nach Bokomo. Bokomo. Wie komme ich jetzt auf Bo? Eieiei. Und ich habe gehört, wir schleichen wieder. So wieder übertrieben belastend. Aber gut, das liegt auch daran, weil es wieder einspurig wird, wie ich befürchtet habe. Ich bin mal gespannt, wer uns diesmal ausbremst, ob es ein Kollege ist oder. Ein Zivilist so gesehen. Ein ziviles Fahrzeug. Das ist ein vermeintlich ziviles Fahrzeug. Scheinbar dürfen wir ein bisschen flotter fahren. Schon mal nicht schlecht ist, denn nochmal auf so einem Kriecheier-Tour um 300 Kilometer bis nach hinten hin, bis nach Bekomo, hätte ich jetzt keine Lust gehabt. 78 Kilometer pro Stunde ist scheinbar das Ziel. Und wenn es doch ein bisschen flotter vorangeht, dann können wir immer noch wieder ein bisschen Schub geben. Ach ne, ich habe beim nächsten Mal zu trinken.
belastenderweise. Okay, es geht weiter voran, das ist super. Dann können wir jetzt auch ein bisschen mehr Schub geben und hinterher fahren. Wobei es soll dann nicht sein, ich flasche nun auch wieder nicht. Scheinbar haben wir auch nicht das. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es gerade die Passage ist, wo wir eher weiter weg vom St. Lawrence, River sind oder nicht. Wäre zumindest schade, wenn wir davon nichts wirklich sehen. Wobei ich glaube, die Straße auch gar nicht so häufig direkt am St. Lawrence River lang führt, sondern eher ein bisschen mit Abstand. Wäre aber trotzdem schön. Wir können ja scheinbar wirklich so um die 100 Kilometer pro Stunde fahren. Wir wurden ja gerade kaum aufgefühlt. Okay, vielleicht doch. Aber wir können zumindest eine längere Zeit einfach mal Pedal to the Metal fahren. Bald am Ziel angelangt. Lange ist es nicht mehr. 3/5 der Strecke haben wir hinter uns. Zwischen uns und Rivière du Loire, was auch immer, du Loire, ich keine Ahnung, ist auf alle Fälle der St. Lawrence River. Ist noch etwas eine schmalere Passage, wie man auch auf dem Navi erkennen kann, wird sich das alles erweitern. Je weiter es nach Norden geht, wird es dann breiter, bis es dann halt in den, ist der Pazifik? Nee, Atlantik geht. Also mal schauen, vielleicht bekommen wir noch das Privileg, den Fluss St. Lawrence oder den St. Lawrence River zu sehen. Das, was wir in Quebec City gesehen haben, weiß ich nicht, ob das schon der St. Lawrence River war, aber noch der St. Lawrence River. Oder ob es einfach nur ein Mündungsbecken oder ein See, der quasi vom St. Lawrence River gespeist wird, war. Oder wo sogar noch der St. Lawrence River war. Da habe ich nicht gut genug nachgeschaut.
habe echt die traurige Befürchtung, dass wir nicht in das Privileg kommen werden. Was sehr schade wäre, wie gesagt. Prinzipiell gesehen hätten wir, glaube ich, sogar noch auf dem Weg dahin, oh Gott, eine kleine Überführung über einen Arm des St. Lawrence River haben müssen. Also ich meine, das war vor der Abfahrt, nachdem nach Saguenay oder danach. Aber gut. Und wir sind in Bécomo. Und dann haben wir auch, oder sollten wir auch Level 10 erreicht haben? Ich weiß gar nicht, ob wir. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich schätze mal, wir haben Level 10 erreicht. Hoffe ich mal. Ansonsten dauert das noch 2 Folgen. 2 bis 4 Folgen, bis wir unseren ersten. Bis wir unseren Mac Titan Superliner haben. Berg hinauf. Ach du heilige Scheiße. Geht auch richtig den Berg hinauf. Und wir werden ausgebremst. Eieieiei. Da
damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Mal in Bokomo. Haben wir mal wieder beim etwas komischen Railing-Sport ab, wo scheinbar alles unterirdisch abgeliefert wird. Da habe ich tatsächlich vergessen zum Blinken. Ich sehe keine Züge. Aber gut. Dann wollen wir mal abliefern und passieren und schauen mal, ob wir ein neues Level haben. Fräsmaschine von Iroquois nach Bekomo geliefert. Gefahrenstrecke 1311 Kilometer. Dauer 27 Stunden 13 Minuten. Verbrauchte Kraftstoff 154 Gallon. Wir bekommen 35.754 Dollar dafür und 1898 Erfahrungspunkte. Und sind demnach auch Level 10. Und gehen dann auf zerbrechliche Fracht. Also, das war. Was anderes? Heißt plus 10% höhere Vergütung, Anstieg um 5% für das Ausliefern zerbrechlicherer Fracht. Und haben demnach auch Level 10. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und in der 18. Folge holen wir uns dann den ersten eigenen LKW, den Mac Titan Superliner. Wir haben 214.000 Dollar aktuell. Ich glaube, da kostet nur 110.000, kann das sein? Das heißt, wir sind dementsprechend dann auch 80.000 entfernt von einer größeren Garage in, ich glaube, Winnipeg. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, es geht auf alle Fälle sehr schnell oder sehr zügig jetzt bald wieder voran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.